Das Gedenken nach dem Salam des Gebets. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Man sagt dreimal, ich bitte Allah um Vergebung. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam. Tabarakta ya dhal jalali wal ikram. O Allah, du bist der Frieden und von dir ist Frieden. Segensreich bist du, o Besitzer von Majestät und Ehre. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana't. Es gibt keine Gottheit außer Allah, der Einzige, der keinen Partner hat, sein ist die Herrschaft und ihm gehört das Lob. Er hat die Macht über alle Dinge. O Allah, niemand kann vorenthalten, was du gibst, und niemand kann geben, was du vorenthältst. Und nichts nützt einem Vermögenden sein Reichtum gegen deinen Willen. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Es gibt keine Gottheit außer Allah, der Einzige, der keinen Partner hat. Sein ist die Herrschaft und ihm gehört das Lob. Er hat Macht über alle Dinge. Es gibt keine Macht noch Kraft außer bei Allah. Es gibt keine Gottheit außer Allah und wir beten niemanden an außer ihn allein. Ihm allein gehört alle Wohltat, ihm allein gehört alle Gnade und ihm wird würdiges Lob erwiesen. Es gibt keine Gottheit außer Allah, zu dem wir aufrichtig in der Religion sind, selbst wenn die Ungläubigen es verabscheuen. Subhanallah walhamdulillah, wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Preis sei Allah, Lob sei Allah, Allah ist größer. Dieses sagt man jeweils 33 Mal. Dann, es gibt keine Gottheit außer Allah, dem Einzigen, der keinen Partner hat. Sein ist die Herrschaft und ihm gehört das Lob. Und er hat Macht über alle Dinge. Die folgenden drei Suren sollten einmal nach dem Dhuhr, dem Asr und dem Isha-Gebet rezitiert werden, also dem Mittags-, dem Nachmittags- und dem Nachtgebet, und dreimal nach dem Fajr und dem Maghrib-Gebet, also dem Frühgebet und dem Sonnenuntergangsgebet. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Im Namen Allahs, des Al-Erbarmers, des Barmherzigen. Er ist Allah, ein Einer, Allah, der Überlegene. Er hat nicht gezeugt und ist nicht gezeugt worden, und niemand ist ihm jemals gleich. Surah Al-Ikhlas 112. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Im Namen Allahs, des Al-Erbarmers, des Barmherzigen. Ich nehme Zuflucht beim Herrn des Tagesanbruchs vor dem Übel dessen, was er erschaffen hat, und vor dem Übel der Dunkelheit, wenn sie zunimmt, und vor dem Übel der Knotenbläserinnen, und vor dem Übel eines jeden Neidenden, wenn er neidet. Surah El-Falaq 113.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Ich nehme Zuflucht beim Herrn der Menschen, beim König der Menschen, dem Gott der Menschen, vor dem Übel des Einflüsterers, des Davonschleichers, der in die Brüste der Menschen einflüstert, von den Dschinn und den Menschen. Sura An-Nas 114 بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله Es gibt keinen Gott außer ihm, dem Lebendigen und Beständigen. Ihn überkommt weder Schlummer noch Schlaf. Ihm gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Wer ist es denn, der bei ihm Fürsprache einlegen könnte, außer mit seiner Erlaubnis? Er weiß, was vor ihnen und was hinter ihnen liegt. Sie aber umfassen nichts von seinem Wissen, außer was er will. Sein Thronschemel umfasst die Himmel und die Erde und ihre Behütung beschwert ihn nicht. Er ist der Erhabene und Allgewaltige. Sura Al-Baqarah, Nummer 2, Vers 255. Nach jedem Gebet. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Es gibt keine Gottheit außer Allah, der Einzige, der keine Partner hat. Sein ist die Herrschaft und ihm gehört das Lob. Er lässt leben und er lässt sterben und er hat Macht über alle Dinge. Dieses rezitiert man 10-mal nach dem Maghrib und nach dem Fajr-Gebet, also nach dem Sonnenuntergangs- und nach dem Frühgebet. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba. O Allah, ich bitte dich um nützliches Wissen, um gute Versorgung und angenommene Taten. Dieses spricht man nach dem Salam des Fajr-Gebetes, des Frühgebetes.